Also man kann ganz klar sehen, das war noch grün im September. Das war auch übrigens im Dezember noch grün. Das ist jetzt vor 2 Monaten begonnen worden, dass hier tiefe Pumpen gebaut wurden. Das sind riesige Baustellen. Es ist jetzt nicht so, dass man extrem laut immer neben sich was hat, aber es ist, wie gesagt, an Samstags und Sonntags, teilweise auch bis spät in Abend, hat man sehr viel Licht. Es ist sehr hell, weil die Baustellen beleuchtet werden. Und zum Zweiten auch, dass es immer ein permanenter Lärmpegel ist. Nicht super laut, aber es ist immer ein ständiger Lärmpegel. Und das ist für ein Dorf völlig ungewöhnlich, weil hier war es immer ruhig. Wenn ihr hier im Dorf rumgeht, ihr seht überall Pumpen, Baustellen mit vielen großen Erdhügeln, großen Baggern mit Geräten, die Löcher in die Erde bohren. Und das ist extrem belastend. RWE bestimmt das Tempo und RWE geht hier sehr schnell und sehr, sehr zügig weiter. Kohlekommission ist eine Entscheidung, die ist nicht für RWE relevant. Die haben hier ihren Abbauplan und der wird gnadenlos durchgezogen. Und mein Gefühl sagt mir, dass es seit Einsetzen der Kohlekommission vor einem halben Jahr, dass RWE dann nochmal das Tempo angezogen hat und seit Beschluss oder seit Empfehlung der Kohlekommission nochmal. Also was hier nach Weihnachten passiert ist, das ist im Jahr vorher nicht passiert. Luftverschmutzung, das sieht man halt hier im Dorf nicht. Wenn man von weiter weg auf das Dorf zufährt, das war vorige Woche so, als so die ersten Sonnenstrahlen nach dem grauen Winter kamen. Es hing wirklich eine gelbe Glocke über diesem Dorf. Und da kriegt man schon es mit der Angst zu tun und denkt, um Gottes Willen, was passiert hier eigentlich durch diesen Tagebau? Wenn ich jetzt in Deutschland irgendwo sage, ich komme aus der Gegend um den Hambacher Forst, dann weiß jeder, ah, okay, Hambacher Forst. Früher hat sich niemand dafür interessiert. Und durch Hambach haben wir profitiert, weil da haben Menschen mitbekommen, ach, da sind auch Dörfer, die verloren gehen. Und jetzt werden wir gefragt und die Menschen kommen zu uns und wollen wissen, was macht das mit euch und wie ist das für euch? Und die Geschichte erzählen wir. Im Abschlussbericht der Kohlekommission steht, bitte Regierung, sprecht noch mal mit den Dörfern. Das ist unsere Empfehlung. Sprecht mit den Menschen, die Betroffenen. Bei den Betroffenen, wenn ich da geht es immer um das Thema Sozialverträglichkeit. Ein schönes Wort, Sozialverträglichkeit. Man hört das aber meistens im Zusammenhang mit dem Abbau von Arbeitsplätzen und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Und hier ist es genauso. Sozialverträglichkeit, da geht es immer darum, wie ist das für die Menschen, die eventuell ihren Arbeitsplatz verlieren, weil der Konzern RWE vielleicht zu spät auf erneuerbare Energien gekommen ist, obwohl das vor 10 Jahren auch schon abzusehen war, dass das kommen wird. Aber Sozialverträglichkeit geht es nie um das Thema Dörfer, auch in den Politikerreden nicht. Und das stört mich extrem, weil das ist hier eine extreme Belastung. Ich habe auch mal im Bergbau gearbeitet und habe meinen Arbeitsplatz verloren, weil eine Steinkohlenzeche geschlossen wurde. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dieser Angst, die man hat, wenn man nicht weiß, wo lebe ich in 2 Jahren oder was verliere ich hier an Familienstruktur, was verliere ich hier an Sozialstruktur. Das ist überhaupt nicht sozialverträglich und das kann nicht sozialverträglich werden. Niemals. So ein Tagebau kann niemals sozialverträglich sein.